Es ist ein schöner Frühsommertag in Nürnberg. Das Thermometer sagt am Nachmittag rund 20 Grad an. Es ist leicht bewölkt. Die Vögel zwitschern, in den Straßen der Stadt wird Eis gegessen und oh, Zeit für Bundesliga. Der Fußball als Volkssport bringt mehr Menschen in Deutschland zusammen als irgendeine andere Sportart. Mehr als Curling oder Tontaubenschießen oder Bowling. Ja, wirklich. Bundesligaspiele werden zur Prozession, zum Ritual, zum großen Ereignis. Jeden Samstag das Gleiche, jeden Samstag dasselbe. Die Bundesliga hat viel Geschichte geschrieben und noch viele Geschichten zu schreiben. Eine dieser Geschichten wird heute geschrieben. Eine Geschichte von Aufstieg, Fall und Rettung wird heute vollendet. Ein Neuanfang wird eingeleitet, doch von wem eigentlich? Oh, Leverkusen. Das Venedig am Niederrhein, die Perle des Niederrheins, das schillernde Licht am Ende des Tunnels, des langen Weges des Leverkusen. Du hast viel zu bieten. Ja, wirklich. Ich weiß nicht, ob dir das schon jemand mal gesagt hat. Sicher, an blutroten Abenden könnte man die großen Bayerwerke mit Mordor aus Der Herr der Ringe verwechseln, aber nein, du hast viel zu bieten. Ich bin mir sicher, dass du nicht die großen Bauwerke hast, nicht die Skyline, nicht die große Kultur, nicht die schönste Natur. Aber am Ende des Tages bist du dennoch du. Eben Leverkusen. Du warst vor einem Jahr die Heimatstadt der Fußballmannschaft, welche fast jeden Titel gewann, den eine deutsche Profimannschaft in einem Jahr gewinnen kann. Und das in einer einzigen Saison. Du warst stolz und das mit Recht. So ein Platz in der Sonne, das kommt nicht oft in Leverkusen vor. Wenn man in eine Suchmaschine die Frage eingibt, in was Leverkusen das Beste ist, dann gibt es darauf keine Antwort. Lediglich ein paar Artikel zu Bayern 04 Leverkusen. Vielleicht, aber nur vielleicht, bist du einfach nur schüchtern und willst der Welt nicht von dir und deinen großen Heldentaten erzählen. Neben dem UEFA-Cup-Sieg 1988 steht der DFB-Pokalsieg 1993 als bisher einziger nationaler Titel bis heute. Es ist ziemlich einsam im Trophäenschrank von Bayern 04 Leverkusen. Die beiden Pokale müssen sich bis jetzt jede Geschichte erzählt haben, die sie kennen. Dreimal. Und das wahrscheinlich auch in jeder Sprache der Welt. Von Espanyol Barcelona, den Amateuren von Hertha BSC, von Christian Wörns, Rüdiger Vollborn, Bumkun Çağ und Erich Ribbeck. Bayer, ein paar neue Gäste würden dieser Party sicherlich nicht schaden. Am besten natürlich Gäste aus Metalllegierungen und versehen mit lustigen Verzierungen und kleinen Steinchen. Du weißt schon, was ich meine. Das wäre der Kracher, da bin ich mir sicher. Der Abend ist bestimmt noch jung. Dabei ist es nicht so, dass du es nicht probiert hättest. Du bist bereits öfter knapp gescheitert, sogar sehr knapp. Es wurde fast schon zu deiner Mission, immer recht knapp am Erfolg zu scheitern. Und geboren war dein Kosename, Vizekusen. Den eigenen Namen zu verlieren, das ist hart. Vor allem, wenn man es in scheinbarer Regelmäßigkeit nicht schafft, im entscheidenden Spiel die Nerven zu behalten. Hey Bayern 04 Leverkusen, dein Ursprungsverein wurde 1904 gegründet. Es ist jetzt schon viel zu spät für eine Midlife-Crisis. Du solltest dir jetzt keinen Sportwagen kaufen und dich verstärkt mit Menschen umgeben, welche deine eigenen Kinder sein könnten. Mach dich einfach nicht lächerlich, okay? Du solltest nicht vor deinem Namen weglaufen, welcher dir verliehen wurde. Das ist gewissermaßen deine Bewährungsprobe. Im letzten Jahr nahmst du es förmlich als Ansporn und schau, wohin es dich brachte. Wie viel Erfolg du gehabt hast. Nach der Affäre rund um Christoph Daum und dem Übergangsjahr 2001 sahst du die ersten Sonnenstrahlen eines neuen Tages vor dir und bist Hals über Kopf darauf losgerannt. Du hattest viele starke Beine, welche dich dorthin getragen haben und warst eigentlich kaum aufzuhalten. Du hast dich scheinbar von der Sonne küssen lassen, aber wie einst Daedalus in der griechischen Mythologie bist du der Sonne zu nahe gekommen. Du bist beim Sonnenbad nicht ins Meer gestürzt, vielmehr in die Sonne gefallen und hast nun einen gewaltigen Sonnenbrand. Denn nun, ein Jahr später, steht diese Mannschaft am Abgrund, kurz vor dem Abstieg. Hat diese Mannschaft und hast du, Leverkusen, dieses Schicksal wirklich verdient? Was ist mit dir nur passiert? Ja,
So hätte es ausgesehen. Leverkusen, die graue Maus, die Werkself, deutscher Fußballmeister. Das erste Mal in der Vereinsgeschichte ganz, ganz oben. Im deutschen Fußball-Olymp angekommen sozusagen. Dein Name in Stein gemeißelt, also vielmehr dein Name in die Meisterschale eingraviert. Den Kosenamen Vizekusen wieder verloren. Man hätte dich Titelkusen genannt und mit etwas mehr Glück wärst du sogar Gewinner eines Triple gewesen. Weißt du, wie selten das ist? Du wärst auch international jemand, mit dem man etwas Großes verbinden könnte, aber bezüglich des Glücks oder des eigenen Unvermögens... Aber das war die harte Realität. Während sich Dortmund, Schalke und Real Madrid im letzten Jahr über Titel freuten und damit teilweise ihre eigenen verkorksten Spielzeiten retteten, musstest du dir Bilder von allerhand jubelnden Menschen ansehen, welche nicht deinen Namen auf dem Trikot trugen. In zwei Fällen sogar live. Das kratzt bestimmt am Ego. So nah und doch so fern. Und es kam noch schlimmer. Ein paar der jubelnden Menschen, die in dieser Saison, besser gesagt am letzten Samstag, über die Meisterschaft jubeln konnten, haben dir vor einem Jahr den Rücken gekehrt. Frustriert, hungrig auf Titel, auf der Suche nach dem, was ihnen verwehrt blieb. Und nun stehst du da bei 04 Leverkusen. Ein Jahr später, weiterhin mit deinem ungeliebten Kosenamen, ohne auch nur einen der ersehnten Titel. Aber... Aber trotzdem wirst du heute jubeln. Es muss ein komisches Gefühl sein. Diesmal hat es geklappt. Im entscheidenden Spiel die Nerven behalten. Es einfach geschafft, was das Ziel war. Das entscheidende Tor wurde von einem Leverkusener Spieler erzielt. Sicher, kein Tor zum Champions-League-Sieg wurde erzielt. Ihr dürft auch nicht nach dem Spiel die Treppen des Olympiastadions erklimmen, um den DFB-Pokal in Händen zu halten. Und es wird auch kein Autokorso durch die legendäre und wunderschöne Innenstadt von Leverkusen geben. Nein, lediglich der Abstieg aus der Bundesliga wurde am heutigen 34. Spieltag vermieden. Und doch springt ihr, lacht ihr, weint ihr vor Freude, was für einen Unterschied ein Jahr machen kann und was für ein Unterschied das wirklich ist. Das Wunder von Bern war eine Sensation, man kann es nicht anders beschreiben. Das legendäre 1954er-Team der Ungarn zu besiegen in dieser Art und Weise, es war ein Wunder. Und dieses Wunder hatte einen Dirigenten. Sepp Herberger verstand es wie kein zweiter, die Essenz des Fußballs zu ergreifen und mit mathematischer Spaßlosigkeit in wenigen Worten zu formalisieren. Sicher, viel Esprit hatten seine Ausführungen und Sprüche nie, aber er verstand es wie kein zweiter in der Geschichte des deutschen Fußballs, den Fußball an sich auf wenige Grundsätze herunterzubrechen. Der Ball ist rund, das Spiel dauert 90 Minuten. Während Details ausgeklammert werden, wird das Wesentliche hier eingefangen. Fußballlehrer sein ist eine Sache, aber Fußballphilosoph sein ist eine ganz andere. Und genau diese abstrakte Betrachtungsweise könnte man auch für das letzte Spiel von Bayern 04 am 34. Spieltag der Saison 02-03 anwenden. Es ist nur ein Spiel, was gewonnen wurde. Spieler jubeln nach einem Sieg, ein Verein hat genug Punkte gesammelt, um am Ende nicht auf einem Abstiegsplatz zu stehen. Der Abstieg wurde somit vermieden. Diese fast schon technokratische Betrachtungsweise würde aber nicht erklären können, warum dieser Jubel, dieser abfallende Druck so groß wäre. Es war nicht einfach ein Spiel, was hier gespielt wurde. Es war viel größer und viel, viel wichtiger. So ist der Fußball eben auch manchmal. Mehr als nur eine Formel und mehr als nur reine Mathematik. Rechnerisch gab es über die Jahre viele gute deutsche Mittelfeldspieler, aber nur wenige, welche sich über einen längeren Zeitraum hinweg einen derartigen Ruf als Weltklasse-Spieler aufbauen durften, wie es Michael Ballack tat. Die Meisterschaft zu gewinnen war keine neue Erfahrung für ihn. Im 98er-Team von Kaiserslautern war er zwar oft kein Stammspieler, hatte jedoch seinen Anteil an einer der überraschendsten Meisterschaften der jüngeren Bundesliga-Geschichte. Otto Rehhagel, Andi Brehme, Olaf Marschall, du warst wirklich in bester Nachbarschaft und bist es nun wieder. Mit einem Autokorso durch München feierst du zusammen mit Oliver Kahn, Giovanni Elber und einem sehr, sehr jungen Bastian Schweinsteiger die zweite Meisterschaft deiner Karriere. Etwas sagt mir, dass dies nicht der letzte Titel sein wird. Ich könnte mich natürlich auch irren. Wo auch immer du während der Meisterfeierlichkeiten sein wirst, ich bin mir sicher, dass du weder in Leverkusen noch in Nürnberg sein wirst. Weder körperlich noch gedanklich. Und deine Abwesenheit, die spürt man in Leverkusen. Und das bereits seit dem ersten Spieltag dieser Saison. Das Stadion der Freundschaft. Im Jahr 2023 ein typisches Fußballstadion aus dem Baumarkt. Im Sommer des Jahres 2002 eher eine Kampfbahn, die an alte Zeiten erinnert.
Eduard Geier und der als Kopfballungeheuer zur Legende werdende Tomislav Pipica haben hohen Besuch zu Gast. Es kommt Bayern 04 Leverkusen in die Lausitz. Vizemeister, Vizepokalsieger und Champions League-Vize. Doch einer der wesentlichen Gründe für diese Erfolge spielt an diesem Spieltag hunderte Kilometer weiter im Westen, in Mönchengladbach. An seiner Stelle steht nun jemand anderes, als tatsächlicher Ballack-Ersatz angepriesen und als womöglicher Heilsbringer verpflichtet. Jan Schimak wirkte auf dem Papier tatsächlich, zumindest annähernd, wie ein Michael Ballack. Offensivstark, ein Motor im Mittelfeld, Spielgestalter und ein guter Abschluss, alles in einem. Dafür wurde er aus Hannover verpflichtet. Der rote Teppich wurde ihm ausgerollt. Dieses Team sollte sein Team werden, er wäre der neue Capitano. Aber kaum einer konnte ahnen, dass sich so viele Probleme eröffnen würden, welche den Vergleich, vor allem aus heutiger Sicht zwischen Schimak und Ballack, als absurd anmuten lassen. Durch den Abgang von Ballack verlor Leverkusen quasi alles, was sie in der Vorsaison so gefährlich machten, konnten weitere Abgänge nicht adäquat kompensieren und fielen so ins Bodenlose. Das 1:1 am ersten Spieltag gegen den späteren Tabellenletzten war nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was kommen sollte. Das Tor von Schimak zum zwischenzeitlichen 1:0 war wie ein Pflaster auf die 11 Meter große Platzwunde, welche das Transferfenster hinterließ. Während der Saisonstart noch relativ durchwachsen war, wucherte es bald wie verrückt. Es fehlte das Feuer, der Flair, es fehlte auch eine gewisse Genialität. Hatte Bayern 04 Leverkusen nicht jemanden, der genauso etwas zu bieten hatte? Ja, es stimmt, Ballacks Abgang war nicht der einzige prominente Spielerwechsel von Bayer zu Bayern gewesen. Sehr Roberto. Könnte man anhand von Lauf- und Krafttraining seinen Körper irgendwie das Altern abtrainieren, Sie Roberto würde wahrscheinlich heute noch Stammspieler eines Erstligisten sein. Über Madrid und Flamengo nach Leverkusen gekommen, brachte er einen ganz eigenen Flair in das Spiel der Leverkusener Grauen Maus und wechselte ebenso wie Ballack zu den Bayern. Nach 4 Jahren Leverkusen ohne Titel gewann er direkt im ersten Jahr in München die Meisterschaft und den Pokal. Keine Sorge, Leverkusen, es liegt nicht an dir. Es erschien wie eine Mammutaufgabe für Bayern 04, die Abgänge adäquat zu ersetzen und wie es sich herausstellte, waren die mammutgleichen Fußstapfen von Ballack und Seroberto zu groß. 45 Scorerpunkte der letzten Saison mussten ersetzt werden, also wahrlich kein Zuckerschlecken. Das andere große Problem, Verletzungspech, insbesondere bei dem Kernstück der Innenverteidigung. Einmal gesund und auf dem Feld konnte man Jens Nowotny sicherlich als einen der besten Innenverteidiger Europas nennen. Umso bitterer war es dann, dass er sich gerade in der entscheidenden Phase der Vize-Saison 01/02 verletzte und so weder im Champions League noch im DFB-Pokalfinale auf dem Platz stand. Darüber hinaus fehlte er über die gesamte Hinrunde der nächsten Saison. Vergleicht man die Leistungen der Defensive von Leverkusen, wird zudem klar, dass der geholte Ersatz nicht im Ansatz an die Leistungen der Vorsaison anknüpfen konnte. Um der ganzen Sache noch ein i-Tüpfelchen zu geben, Nowotny verletzte sich am 18. Spieltag seinem ersten Spiel der Saison erneut. Und erneut am Kreuzband und fiel für die restliche Saison komplett aus. Nach Niederlagen gegen den Aufsteiger Bochum, Hannover und Bremen stand Bayer am 6. Spieltag bereits auf Rang 15. Gute Ergebnisse wie dem Sieg gegen die Bayern in der Bundesliga oder dem Erreichen der Zwischenrunde in der Champions League konnten davon zumindest kurz ablenken. Aber bald war es nicht mehr zu übersehen. Bayer 04 Leverkusen spielt nicht um die Meisterschaft mit, nicht um die internationalen Plätze, darf sich auch nicht im Mittelfeld langweilen oder sich irgendwie auf den Pokal konzentrieren. Es geht tatsächlich gegen den Abstieg. Gab es schon mal so einen Absturz in der Geschichte der Bundesliga? Gab es Vereine, welche sich nach einem großen Erfolg direkt in Abstiegsgefahr gebracht haben? Das eindrucksvollste Beispiel ist tatsächlich der erste FC Nürnberg. In der Saison 67-68 noch Meister geworden, stieg man als Vorletzter in der nächsten Saison direkt ab. Das ist ein Unterschied von 16 Plätzen. Ist es vielleicht ein schlechtes Omen, dass am 34. Spieltag Bayer gegen gerade diesen Verein spielen muss? Der Job eines Bundesliga-Trainers ist vor allem in der heutigen Zeit, im Jahr 2023, sehr unsicher. Da reicht schon oft eine kleine Durststrecke und schon steht man in der Wüste, läuft Fata Morganas hinterher und zählt Kakteen. Besonders interessant ist deshalb die vergleichsweise lange Durststrecke, welche nötig war, um das Trainerkarussell in Leverkusen aufzubauen und dem nächsten Trainer die Mitfahrt zu ermöglichen. Klaus Toppmöller wurde am 21. Spieltag nach der 1:2-Niederlage gegen Hansa Rostock entlassen. Die Leistungen der Vorsaison hatten ihm viel Kredit beim Verein und Vorstand eingebracht, wurden aber durch eine letzte 5 Spiele anhaltende Serie an Niederlagen komplett aufgebraucht. Welchen Trainer spuckte das Trainerkarussell, welches in dieser Phase wohl eher einer Geisterbahn glich, für Bayer Leverkusen aus? Ein Urgestein von Bayer 04 Leverkusen. Thomas Hörster gehörte mit kleineren Unterbrechungen zunächst als aktiver Spieler seit 1977 zum Verein.
war Teil des Teams, welches den UEFA Cup nach Leverkusen holte und übernahm seit seinem Karriereende im Jahr 1991 bis zum Jahr 2003 die Arbeit als Nachwuchstrainer. Und nun soll er den Karren aus dem Dreck ziehen. Eine sehr undankbare Aufgabe. War es je sein Ziel, Cheftrainer seines Vereins zu werden? Alles egal, er hat jetzt den Job. Er muss jetzt der Feuerwehrmann sein, den die lichterloh in Flammen stehende Bayer-Arena braucht. Die angesprochene Niederlagenserie unter Klaus Toppmöller ließ Leverkusen auf den Abstiegsplatz 16 abrutschen. Und der nächste Gegner Hannover war ein direkter Tabellennachbar. Ein 6-Punkte-Spiel steht an. Würde Leverkusen hier noch weiter ins Wanken geraten? Nein, diesmal nicht. Nach 1:0 Rückstand noch 1:2 gewonnen. Mit zwei späten Treffern. Das Siegtor sogar ausgerechnet von dem aus Hannover geholten Schimak. Das ist die Definition von Moral. Oder auch Glück, je nachdem, wie gut man das mit dieser Mannschaft meint. Gemessen an der kurzen Zeit, die Trainer und Mannschaft miteinander hatten, konnte Hörster in der Folge eine ordentliche Reihe an Ergebnissen hervorbringen. Vor allem, wenn man das mit den 21 Spieltagen unter Klaus Toppmöller vergleicht. 11 Spiele, 4 Siege, dazu noch 2 Unentschieden. Die Siege teilweise gegen direkte Mitabstiegskandidaten. Daneben stehen 21 Spiele, 5 Siege, 5 Unentschieden unter Klaus Toppmöller. Eine Verbesserung allemal. Allerdings beendet Leverkusen nicht mit Hörster die Saison. Die letzte Räuberleiter soll jemand anderes machen. Ein Urbayer für Bayer. Ein Kulturschock, keine Frage. Das Alpenpanorama, saftige Almen und das Oktoberfest eingetauscht gegen Aspirin, den Rheinauen und Karneval. Wie passend, dass sein erster Gegner aus München kommt. Auch wenn es die blauen Löwen sind und nicht die roten Platzhirsche, welche an diesem Spieltag die Meisterschale überreicht bekommen. Klaus Augenthalers Mission vor dem 33. Spieltag ist klar. 2 Spiele zu spielen und 2 Siege müssen her. Sich aus eigener Kraft retten. Nicht auch nur einen Gedanken an das verschwenden, was die Konkurrenz macht. Und ähnlich wie Hörster gelingt ihm ein Einstand nach Maß. Die hilflos im Mittelfeld schwebenden Löwen aus München sind zahnlos und werden von Bayer mit 3 Toren wieder nach Hause geschickt. Einer der Lichtblicke der Saison für Bayer strahlt über allem. Daniel Birovka in 30 Spielen 7 Tore und eine Vorlage. Die jungen Wilden gibt es offensichtlich nicht nur in Stuttgart diese Saison. Bayer hat sich nun eine gute Ausgangssituation für das Endspiel am 34. Spieltag erarbeitet. Es geht nach Nürnberg gegen das Team, was in der letzten Saison am 33. Spieltag Bayer ein Bein gestellt hat und sich somit selbst noch vor dem Abstieg rettete. Aber dieses Jahr ist auch in Nürnberg alles anders, denn der erste FC ist bereits rechnerisch abgestiegen. Ich denke jedoch, dass sich das Leverkusener Mitleid in Grenzen hält. Auch Nürnberg ging durch eine von Transfers und Unruhe geprägte Saison und hatte eben oft nicht das Quäntchen Glück, was man eben auch braucht, um die Klasse zu halten. Seit dem Sieg gegen Stuttgart am 26. Spieltag gab es nur noch 2 weitere Punkte, sogar in Spielen gegen direkte Abstiegskandidaten ging nichts mehr. Vorzeitig abgestiegen, mal wieder raus aus der Bundesliga. Wie groß deshalb die Motivation gegen Leverkusen war, an diesem Spieltag zu spielen, kann hinterfragt werden. Das Ergebnis ist jedoch bekannt. In einem durchwachsenen Spiel gewinnt Leverkusen 1:0 in Nürnberg, erreicht genau 40 Punkte und hält die Klasse. Die ganz große Ironie dabei? Bayer hätte dieses Spiel auch verlieren können, weil zeitgleich Bielefeld nicht gewinnen konnte. Das große Spiel endlich gewonnen, im entscheidenden Spiel die Nerven behalten. Und es war vollkommen egal. Das kann man so keinem erzählen. Zurückblickend ist es deshalb nicht wie in der Saison 95-96, als Leverkusen zwingend gegen Kaiserslautern das eine Tor brauchte, um mit einem Unentschieden den Abstieg zu vermeiden. Heute hätte man einfach zu Hause bleiben können. Es wäre egal gewesen. Dieses Theaterstück ist lächerlich, aber das ist Fußball, nicht wahr, Sepp Herberger? Was steht nun nach dieser Saison? Augenthaler mit 2 Siegen aus 2 Spielen. Ein Neuanfang steht bevor. Nächstes Jahr wird es für Leverkusen wieder aufwärts gehen, zurück in den Europapokal sogar. Wie der Phönix aus der Asche. Was für ein Unterschied ein Jahr machen kann. Und was für ein Jahr das war.